Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte V natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft am Sonntag auswärts auf den SK Rapid Wien. Das ewige Duell. Und es ist eine sehr spannende Konstellation. Für Rapid geht es im Grunde um gar nichts, wenn man ehrlich ist. Die werden wahrscheinlich eher auf das Cup-Finale ihren Fokus legen. Für unsere Jungs geht es noch um die Europacup-Teilnahme. Beziehungsweise schielt man vielleicht noch so ein bisschen auf den zweiten Platz. 3 Punkte sind es ja auf die Wiener Austria. Und ja, da darf man gespannt sein, was eben da rauskommt in dieser Partie. Die bisherige Bilanz liest sich sehr positiv für unsere Blackies. 3 Partien, keines verloren. 2 Siege und 1 Remis gegen die Hütteldorfer. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Es wäre, glaube ich, die erste Saison wahrscheinlich überhaupt in der Sturm, wenn man eben in Hütteldorf was holt, keine Niederlage gegen Rapid hinnehmen muss. Also das würde ich natürlich auch sehr begrüßen an der Stelle. Aber in erster Linie geht es natürlich einfach um die Punkte und um den Europacup-Einzug. Aufstellungstechnisch, naja, gehen wir mal davon aus, dass die meisten fit sind. Im Tor Graz ganz klar. Wie es um den Fitnesszustand von Spendlofer ausschaut, weiß ich jetzt nicht. Das werden wir bei der Pressekonferenz wahrscheinlich dann mitbekommen. Sollte Spendlofer nicht spielen, habe ich keine Bedenken, wenn Maresic wieder aufläuft. Der macht eine sehr gute, macht seine Sache sehr gut bislang. Schulz sowieso hat wirklich auch eine ordentliche Partie in Alltag gespielt, nicht nur aufgrund seines Treffers. Also die Innenverteidigung stellt sich dann im Grunde auch von selbst auf. Scheusengeier ist ja immer noch langzeitverletzt. Rechts hinten Koch, links Lykogianis, wenn natürlich alle fit sind. Ich glaube nicht, dass wir da wieder ein bisschen experimentell umstellen werden. Ich glaube, dass wir wieder zur normalen Viererkette zurückkehren. Auf der Doppel-6, ja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Nichts für ungut, aber da wäre ich trotzdem mal wieder für Hierländer statt Piesinger neben Jagro. Also da glaube ich einfach, Hierländer hat ein bisschen mehr Offensivpotenzial, was das angeht. Auf der 10, naja, Artig war ja zuletzt auf der Bank, wurde eingewechselt, hat auch prompt getroffen. Gehört für mich trotzdem in die Startelf. Auf der 10 kannst du ihn natürlich aufstellen oder sonst eben Sascha Horvath. Im Grunde einen der zwei sollte man auf die 10, denke ich, stellen oder ansonsten eben Danny Allah als hintere Spitze und vorne dann einen Wusel lassen. Zulechner hat mir allerdings auch gut gefallen, muss ich sagen. Also ich finde, er hat eigentlich eine ordentliche Leistung in Alltag abgeliefert, hat ein bisschen Pech beim Abschluss gehabt mit seinem Stangenkopfball, aber ansonsten eigentlich recht präsent gewesen. Also Zulechner in der Startelf lasse ich mir ehrlich gesagt auch noch reinreden. Dann wäre natürlich sowohl für Horvath als auch für Artig wahrscheinlich auf der 10 kein Platz. Also ein Daniel auf die Bank zu setzen, wäre natürlich auch irgendwo ein Blödsinn. Er ist ja nichtsdestotrotz immer noch Führender in der Torschützenliste. Also dann Allah wohl eher auf die 10 und vielleicht vorne Zulechner. Man könnte aber natürlich dafür Artig und Horvath beide auf die Flügel setzen. Dann hast du natürlich wieder das Problem, unter Anführungszeichen, was machst du mit Schmerbeck? War jetzt gegen Alltag keine berauschende Leistung von ihm, aber insgesamt spielt er doch eine recht gute Saison, finde ich. Ja, da hat man eben die Qual der Wahl im Grunde. Ja, aber das ist noch das Wenigste. Also in der Offensive kann man viel rotieren. Das ist auch der große Vorteil im Vergleich zu den vorangegangenen Spielzeiten bei uns, wie ich finde. Also wir haben wirklich so viel Potenzial da vorne und so viele Variationsmöglichkeiten wie eigentlich noch nie. Also zumindest schon eine Zeit lang nicht mehr gehabt. Und ja, im Grunde geht es ja dann auch nur mehr darum, gegen Rapid sich irgendwie den Dreier zu holen. Da sage ich wirklich, diese Partien gegen Rapid, ich habe klar gegen Clubs wie jetzt St. Pölten oder, keine Ahnung, Mattersburg oder wen auch immer schon einen anderen Anspruch, spielerischer Hinsicht natürlich, als jetzt gegen Rapid. Gegen Rapid, sage ich ganz ehrlich, ist mir egal, wie wir das machen, Hauptsache wir gewinnen. Also ich freue mich schon wirklich wie ein Schnitzel da auf die Partie und bin da sehr gespannt. Ich denke auch, es wird gut besucht sein insgesamt. Da werden natürlich auch viele Sturmfans wieder mit sein. Und ja, ich bin im Grunde eigentlich nur geil auf die Partie. Ich hoffe, dass sehr viele Sturmfans da auch dabei sind. Und ja, das Geilste wäre natürlich 3 Punkte erneut aus dem neuen Allianzstadion von Rapid da mitzunehmen. Also dann kann man wirklich auch recht euphorisiert, auch wenn die Leistung zuletzt nicht berauschend war, aber trotzdem ja, positiv in die letzten beiden Partien dann auch noch gehen. Und ja, wer weiß, was denn dann noch rauskommt dabei.
In diesem Sinne kann ich dann nur mehr Bescheid geben. Das FIFA 17 Turnier, ich habe nachgefragt, wir haben zwei Plätze noch frei. Die waren zwischenzeitlich besetzt, sind jetzt aber wieder frei geworden. Also das heißt, wer mitmachen möchte, bitte nochmal zur Info entweder auf Facebook mich kontaktieren, Elias de Lance, oder eben bei de Lance TV bei der Seite selber direkt einfach was schreiben oder eben bei YouTube. Schickt mir einfach eine Privatnachricht am besten und dann kann man das auch ohne weiteres managen. Hashtag Gurmfounding natürlich noch nicht zu vergessen. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal auf die schwarzen Gamer-Burschen. Und ja, euer Elias und bis dann. Ciao, ciao.